Yeah, I mean, it's good. I mean, we started in fifth position with the two penalized from yesterday, but it was okay. It was faster than him. I catch him quite early, but then he was closing the door quite good. I knew that if I tried to get through, we will have maybe some problems, so I just decided to push to see if he can make any mistake. But at the end, he didn't make any mistake. I tried hard, but I am happy. It's okay. I mean, the third position is good. We keep the points, so we will see now in this second race what happens. War schade, ich kam beim Jochen am Anfang überhaupt nicht mit. Keine Chance gehabt. Null mehr hat Anfang Traktion gefehlt ein bisschen. Gut, nun mussten wir natürlich auch nach hinten verteidigen. Bei mir hat anfangs der Adam ein bisschen gedrückt. Da war ich mir nicht sicher, ob er mich in Ruhe lässt oder nicht. Danach kam Antonio, das war ein ziemlich harter Fight gegen den. Aber ich sag mal, unterm Strich zwar, der Platz ist okay und ist die punktreichste Platzierung in diesem Jahr bis jetzt. Heißt das, die Entwicklung geht in die richtige Richtung, weil zum ersten Mal ein MAN aus eigener Kraft geschlagen? Ja, ich denke mal schon, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich denke mal, heute im Rennen bin ich ein bisschen unter Wert geschlagen worden, weil wir mussten noch was umbauen. Gestern zum ersten Rennen heute nach dem Zeittraining. Einfach aus Vorsichtsmaßnahmen vom technischen Reglement, weil die Federn sich immer so ein bisschen setzen und dass das Fahrzeug nachher nicht zu tief ist. Am Ende muss noch ein bisschen höher gehen, das ändert wieder so ein bisschen das Fahrverhalten. Und das kann man jetzt fürs zweite Rennen überhaupt nicht anpassen. Das sind nur Nuancen. Aber die das Fahrverhalten halt schon ziemlich stark beeinflussen. Wir reden immer nur von 2, 3, 4 Zehntelsekunden, die dann aber auch einen riesen Unterschied machen auf der Strecke. Das heißt, im zweiten Rennen stehst du ganz oben? Ja, im zweiten Rennen starte ich jetzt von Position 7. Da muss ich erst mal sehen, wie ich am Start durchkomme. Und dann sehen wir mal, da Spaß werde ich haben, bin ich mir sicher. Also ist Jochen hinter dir im zweiten Rennen. Das ist ja mal angenehm. Du musst ihn nicht vorbeilassen. Ja, der Jochen ist neben mir. Wir stehen auf 7 und 8. Und in dem hinteren Feld ist es manchmal sogar besser, wenn man außen steht, weil es innen ein bisschen staut. Und mal außen eventuell an ein paar vorbeifahren kann, Ende der Geraden in die erste Kurve rein. Aber das entscheidet nachher die Situation. Das kann man vorher so gar nicht festlegen.